Hallihallo und Servus YouTube, ich heiße euch herzlich willkommen zur Modvorstellung vom Vila Grubber Pack. Ja, viele kennen den Vila Grubber bzw. verschiedene Größen und Arbeitsbreiten schon vor ein, zwei Monaten. Ich denke mal, jetzt dürfte das Pack so ziemlich abgerundet und fertig sein. Als letzter Schwung sind nochmal vier Grubber dazugekommen, zwei, die man per Transport. Was ist es denn? Transportrad? Nee, Transportwagen bzw. aufgesattelt transportiert. Das wäre einmal der Vila. Müsste hier eigentlich dran stehen. Hoffe ich. Nein, steht nicht dran. Auswendig kann ich es nicht lesen. Vila Vibro Kultivator 12 Meter und Vila Vibro Kultivator 14 Meter. Beziehungsweise, ich glaube, der hat 12 Meter und der hier hat 14 Meter. Texturmäßig sind wir wieder bei sehr schönen 5 Sternen. Leider immer noch das altbekannte Problem mit der weißlichen Glanzschicht oder Glanztextur. Das ist immer noch ein großes Problem, dass man, wenn man einfach so drüber geht, das weiß wird. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich hier gerne ein richtiges stechendes Rot hätte. Wie gesagt, texturmäßig ist hier wirklich top Arbeit geleistet worden, modellmäßig auch. Und ich kenne selten ein Pack oder eine Baureihe, die komplett übernommen wurde. Also wir sind hier, glaube ich, jetzt bei mindestens 8 Grubbern. Der kleinste, glaube ich, von 2,80 Meter bis 14 Meter. Das ist der kleinere Vila Vibro, heißt der, glaube ich, nicht. Wir schauen uns das aber mal sicherlich im Grubber-Menü an. Genau, hier ist er. Vila Chisel, genau. Die schweren sind die Vibro-Kultivatoren und die kleinen sind die Vila Chisel. Angefangen hier mit dem 6,20 Meter breiten Chisel SXHV24 und der SXHV30 folgt darauf mit 7,80 Meter, benötigt aber 450 PS, kostet 25.234, das ist echt krass, während der kleine hier 320 PS benötigt, was auch schon viel ist für 6,5 Meter oder 6,20 Meter und 55 Euro Unterhaltskosten bei knapp 22.000 Euro. Den habe ich schon mal vorgestellt und weiter geht es dann mit den schwereren, den 10 Meter kennen habe ich auch schon vorgestellt. Im Prinzip ist hier die schwere Vibro-Kultivator-Baureihe ab 10 Meter, 10, 12, 14 Meter vorhanden. Mit 34.680, 36.480, 38.280. Benötigt aber 400 PS für die 14 Meter und für die 12 Meter 340 PS. Das ist auch sehr viel, also das ist echt krank. Wie gesagt, drei schwere, hier haben wir 280, 340, 400, jeweils 60 PS Steigerung pro 2 Meter. Das ist krass, ja. Wie gesagt, der 4,90 Meter, dann haben wir 1,30 Meter breit. Es gibt, glaube ich, auch noch einen 5,20 Meter oder so, oder 5,60 Meter. Zwischen dem dann noch einen größeren, dann gibt es den und den. Dann wären wir bei 7. Dann, glaube ich, gibt es noch einen mit 3 Meter irgendwas. Oder sogar 2. Es gibt, ich glaube, es sind insgesamt 8 Vila Grubber. Und das finde ich echt krank, dass man sowas machen kann, auch mit Unterstützung der Firma. Die haben ihm die ganzen Daten bereitgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jeden testen soll. Ich teste mal vielleicht eher den 7,80 Meter, weil der fordert angeblich 750 PS. Wie viele wissen, hat der Axion 59 410 PS. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viel der packen wird. Oder ob es der packt. Aber eigentlich müsste der das locker ziehen. Also das ist die Angabe ist jetzt nicht, denke ich mal, so ernst zu nehmen. Jo, und wir sehen auch, das klappt locker, auch wenn er auf die Seite zieht. Das könnte wieder ein Grund für zu wenig Leistung sein. Ihr seht es hier, ich lenke jetzt mal nicht. Oder geht leicht zur Seite. Allerdings ist man wirklich mit 7,80 Meter richtig gut dran. Also das finde ich echt geil. Und der wird sicherlich auch mal benutzt. Wäre für die Bergmal, auf der wir bald spielen, eigentlich. Oder heute wechseln. Also das Maximum, aber wie gesagt 450 PS. Da brauchst du ja schon, da reicht ja, gut, da brauchst du einen Fan 1050, der wäre hier, der müsste das locker packen. Also, das ist echt ein bisschen heftig. Jetzt testen wir nochmal den 14 Meter, hätte ich gesagt. Damit ihr auch echt mal, oder welcher ist jetzt der breitere? Bin ich jetzt, ne, eigentlich schon der hintere, ne? Ja. Das ist der 14 Meter. Ich bin jetzt echt gespannt, wie der das jetzt ziehen würde. Ich denke mal, der müsste einfacher gehen zum Ziehen. Hoffe ich zumindest.
Ja, 19 km/h, das ist immer noch schnell genug, finde ich. Das ist sehr schnell genug. Aber wir sehen schon hier die Animation und Textur, Partikelsystem. Jawohl, nee, die Animation, die ist nicht vorhanden, die grobe Animation. Das Partikelsystem ja, aber wir haben nicht diese aufwerfenden Erdbrocken. Das ist nicht der Fall, das ist schade. Ansonsten, wie gesagt, für groß und klein die perfekten Gruber. Allerdings, ihr braucht immer viel Leistung. Das ist halt so ein bisschen das Manko. Wobei ich nicht verstehe, warum, wenn zu 90% 6 Meter Gruber vielleicht mal 200 PS brauchen, braucht der gleich 300. Wie viel waren es? 320 oder sowas. Ja, 2. Nee. Ja, 320 PS, doch klar. Für 6 Meter, das ist schon ein bisschen krank. Also, verstehe nicht, wo man hier so auf hohe PS-Leistung setzt, wenn sonst, das macht einem im Prinzip irgendwo den Spielspaß kaputt, wenn man schaut. Ja, du kannst jetzt nicht auf der Bergmoor, es ist unrealistisch, wenn man nicht groß mit großen Maschinen spielen will, dann mit einem 7,80 Meter Grubber, was ja noch in Ordnung ist für die Map. Mehr als 8 Meter würde ich da nicht gehen, meines Empfindens. Und dann muss man damit 400 PS, 450 PS, also einen Fan 1050 oder einen Klickenlenker rumfahren. Das finde ich ein bisschen doof. Hilft aber nichts. Wer es weiß, wer modden kann, kann sich das selbst irgendwie umändern, dass der nicht so viel Leistung braucht. Nicht so viel PS. Aber trotzdem gibt es hier 5 Sterne, finde ich. Das ist auf jeden Fall angebracht, weil die ersten Hammer aussehen, Hammer funktionieren. Und halt wirklich auch sehr viel Arbeit dahinter steckt und diese komplette Baureihe vervollständigt hat, der Modder. Da gibt es wirklich ununterbrochene 5 volle Sterne. Und das war's von mir mit dieser Modvorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vom Vila Gruber Pack. Das war's von mir. Macht's gut. Tschüss.